war ein großer Schritt. Okay, wir kommen bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, weil hier ist schon unser erster Anrufer. Hallo, wer ist denn da? Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Erik aus Remscheid. Hallo Erik, schön, dass du da bist und dass wir dich hier hören. Tobias und du, ihr kennt euch schon, ihr hattet schon ein Vorgespräch, deshalb fasse ich jetzt einmal deine Geschichte zusammen. Du bist Feuerwehrmann und Rettungssanitäter und hast 3 Kinder und genau um die geht's heute, beziehungsweise um deren Oma. Der Kontakt zu deiner Mutter war eigentlich immer gut, aber seit sie vor ein paar Jahren sich so alternativer Medizin und Esoterik zugewandt hat, ist das ein bisschen schwieriger geworden. Aus Zweifeln an der Schulmedizin wurde der Glaube an Verschwörungstheorien und das ist auch mit der Pandemie noch mal intensiver geworden. Seitdem vertraut sie nicht mehr so richtig klassischen Medien und bezieht ihre Infos vor allem aus Telegram. Auch den Krieg in der Ukraine zweifelt sie an. Sie verteidigt Putin und spricht von angeblichen Chemiewaffenfabriken auf ukrainischem Gebiet. Und du hast jetzt aber vor allem Angst um deine Kinder, weil sie ihre Weltsicht auch an ihre Enkel weitergibt. Was für Sorgen beschäftigen dich denn da genau? Ja, erstmal perfekt zusammengefasst. Die Sache ist so, meine Tochter ist 12 Jahre alt und hat jetzt auch Fächer wie Politik in der Schule. Und wenn meine Mutter mit ihr dann alleine ist und ihr erzählt, dass Corona nur eine Grippe ist und man sich nicht impfen lassen muss und Putin eigentlich überhaupt nicht schlimm und eigentlich der Gute in der ganzen Sache, dann nimmt sie das relativ ungefiltert auf. Mhm. Und meine Sorge ist, dass sie das in der Schule weitergibt und dann sich das Ganze sehr negativ entwickeln kann. Und gibt es jetzt schon Anzeichen dafür, dass bei deinen Kindern Teile dieser Erzählungen ankommen? Ja, es fing damals mit in dieser Corona-Geschichte an. Da hat sie mich irgendwann zur Seite genommen, also meine Tochter, und hat mir erzählt, dass ja eigentlich nur eine Grippe wäre. Ich sag, wie kommst du denn darauf? Ja, hat Oma gesagt. Mhm. Schwieriges Thema, pass auf, lass mich bitte deine Quelle für so Informationen sein. Kannst du das gerne anhören und danach sprechen wir darüber, was du davon für dich mitnimmst. Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, wenn du dann deine Mutter, die Oma deiner Kinder vor ihnen so ein bisschen, ja, diskreditieren nicht, aber ihr quasi so ein bisschen die Glaubwürdigkeit absprechen muss, oder? Ja, absolut. Also entweder ich stelle sie als diese Märchen-Oma da, ne? Die kann ihre Geschichten erzählen, aber ihr glaubt davon nichts, was natürlich einen maximalen Respektverlust zur Folge hätte. Oder ich breche den Kontakt komplett ab oder untersage ihr, die Kinder zu sehen, was natürlich auch schlimm wäre, weil die eigentlich einen guten Draht haben. Oder ich kontrolliere den Kontakt. Das heißt, ich muss immer dabei sein, was mir aber auch nicht gefallen würde. Wie viel Kontakt haben denn gerade deine Kinder zu ihrer Oma? Wir sind aktuell wöchentlich. Okay, und dann sind die Kinder auch, also deine Kinder, mit ihrer Oma alleine? Genau, einmal nach der Schule die Woche hin und ist dann am Nachmittag lang. Und das ist ja aber auch ganz wichtig, dass dieser Kontakt zwischen deiner Mutter und den Kindern besteht und bestehen bleibt. Ja, gerade zu meiner Tochter hat sie einen sehr, sehr guten Draht. Also ja. Wir sind in sehr vielen Punkten ähnlich und das funktioniert einfach auch gut. Deswegen wäre das halt sehr, sehr schade, da intervenieren zu müssen. Na, ich kann dir erstmal sagen, dass das, glaube ich, ein Thema ist, was gerade ganz viele Familien auch beschäftigt, weil es doch den ein oder anderen Angehörigen in den Familien immer wieder gibt, der auch Verschwörungserzählungen verbreitet und natürlich auch ganz viele Familien gibt mit kleineren Kindern, wo dieses Thema dann immer wieder im Raum steht und man sich über Gedanken macht, oh Gott, was macht das auch mit diesen Kindern irgendwie, wenn da solche Einflüsse kommen, die ja in einer gewissen Weise auch negativ sein können? Weil Verschwörungstheorien bauen ja sehr stark mit Angst auch auf und setzen vielleicht Kinder auch Ängsten aus, die sie dann entwickeln. Jetzt kann ich dich ein bisschen auch vielleicht die Ängste nehmen, weil wenn wir so ein bisschen gucken, wie Kinder auch mit solchen Erfahrungen umgehen, mit unterschiedlichen Meinungen, dann haben Kinder oft ein ganz gutes Gespür dafür, auch wie sie damit umgehen, auch mit negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung. Es gibt so eine schöne Forschung der Resilienz, so heißt der Begriff, das ist so die Widerstandsfähigkeit, die Menschen aufbauen, wenn sie negative Einflüsse haben. Und da haben zwei Sachen sich als besonders wichtig erwiesen, um negativen Einflüssen entgegenzuwirken. Das eine ist eine stabile, erwachsene Bezugsperson, die irgendwie nochmal einen anderen Einfluss gibt. Und das ist ja bei deiner Tochter auf alle Fälle der Fall. Also du und auch deine Frau, ihr seid ja stabile Bezugspersonen, die auch mal sagen, du, was die Oma da gesagt hat, das sehen wir ein bisschen anders, da haben wir noch eine andere Meinung. Und das Zweite, was die Resilienzforschung immer gezeigt hat, ist ganz wichtig bei Kindern, dass die auch ein Umfeld mit anderen Kindern sind und sich da irgendwie auch austesten und ihre eigenen Erfahrungen machen. Und gerade wenn es um Verschwörungstheorien geht, dann geht es ja ganz oft darum, dass da auch Ängste in die Welt gesetzt werden, die mit den eigenen Erfahrungen der Kinder manchmal auch gar nicht so übereinander liegen. Also beispielsweise, wenn es dann um das Thema Impfen geht und jetzt Kinder feststellen, ach, mein Freund ist ja geimpft vielleicht oder so und da ist ja gar nichts passiert, auch wenn mir das die Oma erzählt, dann können Kinder das ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln, ach, das stimmt vielleicht auch gar nicht, da muss ich anders mit umgehen. Also die meisten Kinder kriegen da einen ganz guten Umgang hin. Ja, ich hoffe einfach, ne?
Und gleichzeitig ist das natürlich aber auch ein Thema, wo man auch sagt, okay, wie redet man eigentlich mit Kindern jetzt auch über diese Pandemie? Ich glaube, das ist, steckt ja auch ein bisschen dahinter. Hast du denn mit deiner Tochter mal über dieses Thema Pandemie gesprochen? Ja, wir haben das von Anfang an verfolgt und immer wieder aufgerollt, weil gerade die Kinder sollten ja irgendwie mit ins Boot geholt werden, wenn die auf einmal Maßnahmen zu tragen haben. Ne? Also man sollte wissen, warum man eine Maske trägt. Mhm. Man sollte wissen, warum man nicht mehr in Geschäfte kann, weil ein Lockdown ist und so. Das finde ich wichtig. Auch das ist total gut, dass ihr das schon gemacht habt, weil das ist ja eine Lebenswelt, die Kinder auch einfach mitkriegen und von der man sie auch gar nicht fernhalten kann. Deswegen ist es total wichtig, das zu thematisieren. Was ganz toll ist, dass in den letzten Jahren auch verschiedenste Möglichkeiten da einfach entstanden sind, das zu thematisieren mit Kindern, auch kindgerecht mit diesen Themen ins Gespräch zu kommen. Es gibt inzwischen ganz tolle Kinderbücher beispielsweise zum Thema Impfen und auch zum Thema Bakterien und Viren, wo man sich sehr gut mit auseinandersetzen kann. Es gibt zum Beispiel Wilma Wochenwurm, ein Buch, was sich dann konkret mit dem Thema Impfen auseinandersetzt. Es gibt auch ganz tolle Bücher inzwischen zu Medienkompetenz von Kindern. Es gibt ein Buch zum Beispiel, das heißt Mach den Medienführerschein, wo Kinder lernen, was gibt es eigentlich für Medien und wie kann ich damit umgehen. Da geht es nicht nur um die klassischen Medien, sondern das vor allen Dingen, was uns ja heute auch alles prägt, nämlich die sozialen Medien und wie ich da auch Informationen filtern kann. Und das sind ganz schöne Momente, da musst du gar nicht, sage ich mal, dann die Oma diskreditieren, sondern du kannst deine Tochter eigentlich stärken, indem wie sie sich auch mit Themen auseinandersetzt, ohne dass du sagen musst, naja, die Oma, die hat da komische Meinungen. Ja, wir sind dann auch mal tatsächlich am Rechner auf gewisse Seiten gegangen, wo sie es dann selber lesen konnte. Aber wenn meine Mutter dann wieder ankommt mit, das sind alles ins Internet, kann doch jeder was reinschreiben und bla, dann bricht sie da natürlich auch wieder ein Stück ab. Ja. Und es sind ja auch nicht immer negative Sachen, die die Verschwörungstheoretiker erzählen, die malen sich auch so eine schöne Welt teilweise. Ne? Hm. Eine einfache, schöne Welt. Also zumindest mit meiner Tochter habe ich das im Griff. Wir kriegen das gut kommuniziert. Ja, genau. Das ist total wichtig, irgendwie dich deiner Tochter auch anzubieten, zu sagen, wenn du Fragen hast, komm doch auf mich zu. Was zum Beispiel auch eine ganz tolle Idee ist, ist Brettspiele. Es gibt inzwischen eine ganze Menge Brettspiele, die auch dieses Thema so ein bisschen aufgreifen. Es gibt zum Beispiel das Spiel Pandemic, wo es wirklich darum geht, mit Kindern zusammen in einem kooperativen Spiel das Virus zu besiegen. Und wo man dann über dieses Spiel auch ein bisschen ins Gespräch kommen kann und ihnen gleichzeitig auch so ein bisschen Wissenskompetenz mitgeben kann, ohne immer zu sagen, naja, die andere Seite ist ja blöd oder negativ, sondern wir stärken einfach dadurch die Kinder in ihrer Interesse für Wissenschaft, für Faktenwissen. Und ich glaube, das ist immer was auch sehr, sehr nachhaltig wirkt, weil wir werden vielleicht die Pandemie irgendwann besiegt haben, aber es wird weitere Verschwörungstheorien geben und wir können nicht immer sagen, nein, das stimmt alles nicht, sondern wir müssen junge Menschen vor allen Dingen, aber nicht nur die, wie wir festgestellt haben, sondern auch vor allem ältere Menschen ermutigen, einfach auch mit solchen Quellen anders umzugehen, mit auch kritischer umzugehen und sich da auch mehr in die Reflexion zu begeben. Ja, gute Idee, guter Einfluss gehabt. Ja. Was mich noch allen interessieren würde, hast du denn deine Ängste auch mal mit deiner Mutter besprochen? Ja, haben wir darüber gesprochen, als sie das erste Mal dieses Corona-Thema aufgegriffen hat. Und da habe ich sie halt vor die Wahl gestellt, dass sie entweder diese Themen lässt oder wir dann eine andere Lösung finden müssen, was den Umgang mit den Kindern angeht. Da hat sie mir versichert, dass sie das bei sich lässt. Naja, war dann erstmal ruhig, bis dann diese Putin-Geschichte wieder aufkam. Okay, aber das heißt, du hast auch da, und das ist, glaube ich, auch was total Wichtiges im Umgang mit verschwörungsgläubigen Menschen, auch eine Grenze gesetzt und gesagt, das ist dir wichtig. Dir ist zum einen wichtig, dass deine Kinder Kontakt zu ihrer Oma haben. Den willst du auch nicht irgendwie unterbrechen. Aber dir ist auch gleichzeitig wichtig, dass Verschwörungstheorien und Bedrohungsszenarien oder Ängste an Kinder nicht so herangetragen werden. Wenn ich das höre, hat das ja auch lange Zeit funktioniert. Und vielleicht muss man das jetzt einfach mal wieder auch in Erinnerung rufen, dass es da diese Absprache gab. Ja. Das muss man, glaube ich, nochmal machen, ja. Das Problem ist halt nur, dass sie da wirklich fest dran glaubt, ne? Und dass das für sie keine Verschwörungstheorie ist, sondern die nackte Wahrheit. Also man muss ja, man hält ja dann zwanghaft jedes Gespräch auf einer sehr oberflächlichen Ebene, weil es ja sehr, also wirklich schnell abrutschen kann in irgendeinen Quatsch. Das ist etwas, was auch ganz viele ja bewegen, dass man irgendwie versucht, auch Themen nicht mehr anzuschneiden oder zu vermeiden. Ich glaube, vielleicht noch ein Tipp, wenn du gerade auch mit deiner Mutter über deine Kinder sprechen willst, dann versuch erstmal mit was Positivem auch ins Gespräch zu gehen. Nämlich, dass du wahrnimmst, wie wichtig auch deine Kinder deiner Mutter sind. Weil wir Menschen reagieren einfach ganz anders auf Gespräche, wenn wir erstmal positiv dort konnotiert werden und nicht direkt mit Vorwürfen irgendwie konfrontiert werden. Und das ist ja etwas, was bei deiner Mutter auf alle Fälle der Fall ist. Du sagst ja, sie glaubt an diese Verschwörungstheorien und deswegen teilt sie vielleicht auch deinen Kindern das mit, weil sie sich einfach Sorgen um deine Kinder macht. Und das kann man ja am Anfang erstmal
positiv konnotieren und zu sagen, du, ich find's gut, dass du dir Sorgen um meine Kinder machst. Das zeigt mir einfach, was für eine tolle Oma du bist. Aber ich möchte nicht, dass du in der Form irgendwie diese Themen auch an meine Kinder heranträgst. Ja, ist ein Versuch wert, ja. Guter Plan. Super. Okay, Erik, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für diesen Versuch, dir und deiner ganzen Familie. Danke, dass du das heute mit uns geteilt hast. Ja, danke, dass ich durfte. Alles Gute euch. Dankeschön, okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Aljoscha, wie warst denn du als Kind? Hast du alles geglaubt, was Erwachsene dir erzählt haben, oder warst du eher schon skeptisch, auch als Junge? Ich habe witzigerweise während des Gesprächs darüber nachgedacht, weil ich das total spannend fand, was du gesagt hast. Und generell, also ich weiß, dass es eine lange Zeit für mich so war, dass meine Eltern alles, was die gesagt haben, war richtig. Mhm. Und wehe, irgendjemand hat meinen Eltern irgendwie gesagt, das stimmt nicht, oder die bedroht in irgendeiner Form. Für mich waren meine Eltern allwissend, so bis zu einem bestimmten Alter, ich weiß nicht mehr, wann das war. 25. Bei den meisten fängt es ein bisschen früher an. aber ja, also ich weiß, dass ich da, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich dann wirklich so kritisch war, weil ich mich natürlich auch an Sachen erinnere, als ich noch in der Grundschule war und mir ein Klassenkamerad gesagt hat, dass wenn man sich lange in den Regen stellt, man wächst. Und ich damals gedacht habe, ach cool. Geht schneller. Geil, let's do it. Und dass er irgendwo mal Zwerge gesehen hat, die rumlaufen und so. Und das habe ich alles geglaubt. Und da war ich in der ersten, zweiten Klasse. Ich finde das echt eine ganz schön schwierige Situation, die er da eben geschildert hat. Also vor allem aus Perspektive des Vaters, muss ich sagen. Mhm. Oder der Eltern.